Die entscheidende Frage ist, wie können ehrbare Kaufleute mit hochwertigen Produkten und oft kleinen Budgets sicherstellen, dass sie bei der Gewinnung neuer Kunden nicht gegen Billigheimer, Schreihälse oder unseriöse Übertreiber den Kürzeren ziehen? Die Antwort lautet mit authentischem Storytelling. Und mit welchen Marketing- und Kommunikationsstrategien du das am besten umsetzt, erfährst du in meiner Marketing Magic Show. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deep Dive Marketing Coaching. Wir gehen heute wieder in die Tiefe und diesmal zu einem Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Und vielleicht in gewisser Weise ist das größte Geheimnis von erfolgreichem Unternehmertum überhaupt. Zumindest ist es aus meiner Sicht das Geheimnis, was am meisten übersehen wird. Ich will dir erstmal meine Überschrift von heute mitteilen. 16 Motivationsknöpfe, die den Kunden nachdrücklich einladen, Ja zu sagen. Vielleicht bist du, wie ich, ein großer Fan von Steve Jobs. Und unabhängig davon, ob du ein Steve Jobs Fan bist oder nicht, dass er wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Unternehmerpräsentatoren aller Zeiten ist, das räumen auch diejenigen ein, die ansonsten ihn sehr kritisch sehen. Und wenn du in die eine oder andere Biografie vom Steve Jobs mal reingeschaut hast, dann komme ich direkt zu meinem Untertitel, dann war oft die Rede davon, dass wenn Menschen vorher eine festgefasste Meinung hatten, wenn seine Ingenieure sicher waren, dass irgendetwas nicht geht oder 100% sicher waren, wie man etwas mit gesundem Menschenverstand und vernünftiger Weise unbedingt machen sollte, und dann waren sie in einer Diskussion mit Steve Jobs, dass dann Beobachter, die dabei waren, gesagt haben, Steve Jobs war dann immer wieder in der Lage, so etwas zu erzeugen, heißt es in den englischen Biografien, wie ein Reality Distortion Field. Also was die Biografen damit ausdrücken wollten war, der war in der Lage, so eine Überzeugungsatmosphäre aufzubauen, in der die Menschen, die dabei waren, auf einmal durch eine völlig andere Brille geschaut haben, aus einer völlig anderen Perspektive auf Probleme geschaut haben und dann typischerweise nachher aufgrund verschiedener solcher positiver Perspektiven auch mit sehr viel Inspiration und Motivation eine neue und eine größere Vision gesehen haben und angefangen haben, das Ganze umzusetzen. Und wenn du mich fragst, was eines der größten Geheimnisse erfolgreichen Unternehmertums ist, was ganz viele Unternehmer überhaupt nicht wissen, worum sie sich überhaupt nicht kümmern, dann ist es in der Tat das Thema persönliche Überzeugungskraft. Natürlich können wir uns fragen, was haben ein Elon Musk und was haben ein Steve Jobs und was haben ein Sir Richard Branson miteinander gemeinsam oder was haben vielleicht Politiker wie Guido Westerwelle oder Christian Lindner von der FDP oder der österreichische Bundeskanzler Kurz, was haben alle diese Politiker und diese Überzeugungstäter miteinander gemeinsam? Und dann wird dir vielleicht auffallen, so wie wir das früher gesagt haben, so ein Kai-Ti zu Gutenberg, den fanden wir alle sehr charismatisch, den fanden wir alle sehr überzeugend stark. Aber das Interessante war, wenn diese Menschen etwas gesagt haben, haben es Menschen ihnen sehr oft geglaubt, waren sehr oft motiviert zu sagen, ja, ich gebe dir meine Stimme oder ja, ich folge deinen Vorschlägen. Und das Interessante ist, wenn andere ähnliche oder sogar gleiche Inhalte gesagt haben, dann waren Menschen bei weitem nicht so überzeugt. Und natürlich ist für dich als Unternehmer diese Fähigkeit, in jeder E-Mail, die du an deine Kunden schreibst, geht schon los mit der Betreffzeile, motiviert die Betreffzeile deiner E-Mail, deinen Kunden da drauf zu klicken und deine E-Mail durchzulesen. Und du schreibst ja wahrscheinlich nicht, weil du das Deutsche Rote Kreuz bist und irgendwelche Spenden einsammeln willst. Du schreibst mit einem geschäftlichen Hintergrund, einem geschäftlichen Zweck. Du willst Menschen vielleicht einladen, sich bei dir zu bewerben, an einem Quiz teilzunehmen. Du willst von Menschen ihre E-Mail-Adresse haben. Du willst sie einladen, kostenloses Opt-in-Produkt auszuprobieren. Du willst sie vielleicht direkt zum Kauf einladen. Du möchtest sie dafür gewinnen, an einem Webinar teilzunehmen, deinen Prospekt, deinen Flyer zu lesen oder was auch immer. Aber eins ist sehr klar: Dein Business, Interessenten zu gewinnen und diese Interessenten zu Kunden machen, lebt von deiner Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Ein Reality Distortion Field idealerweise zu erzeugen, wie ein Steve Jobs, um Menschen von den unterschiedlichsten Perspektiven her zu motivieren, zu dir und deinen Botschaften Ja zu sagen. Und das Interessante ist, und das will ich zu Beginn nochmal sagen, die Chinesen haben ein Sprichwort, das sagt, das Letzte, was ein Fisch auf diesem Planeten vermutlich entdecken wird, ist die Existenz von Wasser. Und was die Chinesen damit meinten, ist, die Dinge, die uns am selbstverständlichsten umgeben, da sind wir typischerweise sehr davon überzeugt, dass wir uns um diese Dinge nicht zu kümmern brauchen, weil die sich von selbst verstehen. Und wenn du es dir mal anschaust, die meisten in Deutschland oder überall in der Welt, vor allem Männer, die einen Führerschein haben, sind problemlos der Meinung, sie seien gute Autofahrer. Und das leiten sie daraus ab, dass sie ja in aller Regel von A nach B kommen und ihr Auto einparken können, ohne dass sie einen Blechschaden haben. Nimmst du aber diese Menschen mal mit auf die Nürburgring-Nordschleife und sagst, fahr mal im absoluten Grenzbereich, lass dein Auto mal am Schwedenkreuz oder vor dem Schwedenkreuz, am Flugplatz,
mit zwischen 160 und 180 so im leichten Drift über alle vier Räder rutschen, aber bitte nur genau bis zur seitlichen Fahrbahnbegrenzung und nicht darüber hinaus in die Wiese, weil dann könnte es böse enden. Da wirst du sehen, dass die meisten Menschen von Fahrzeugbeherrschung gar nicht so viel verstehen, weil sie sich nie darum gekümmert haben, weil sie es nie trainiert haben, weil sie auf irgendeinem fortgeschrittenen Anfängerstand stehen geblieben sind. Und das ist für die meisten Unternehmer leider auch wahr in Bezug auf ihr Überzeugungsvermögen. Wir sind vielleicht in der Lage, den einen oder anderen Mitarbeiter zu überzeugen oder unsere Frau zu überzeugen oder unsere Kinder zu überzeugen. Und hey, sei mal ganz ehrlich, wie oft sind wir nicht in der Lage, unsere Frau oder unseren Mann, unsere Kinder oder Nachbarn zu überzeugen und scheitern schon dort. Wenn du als Unternehmer erfolgreich werden willst, wenn du ein siebenstelliges oder ein achtstelliges Business aufbauen willst, dann nimmt die Zahl der Menschen, die du überzeugen musst, um diese Erfolge zu erreichen, natürlich auf Dauer linear und in vielen Fällen auch nachher exponentiell weiter zu. Und je größer die Zahl der Menschen wird, die du überzeugen willst, eines ist natürlich auch klar, umso unbekannter sind dir diese Menschen, umso weniger Vorvertrauen haben diese Menschen und umso klarer und kommunikativ überzeugender müssen deine Botschaften sein. Und eines der einfachsten Geheimnisse, was ich heute mit dir teilen will, ist, es gibt in den unterschiedlichsten Motivforschungen auch unterschiedliche Kataloge von menschlichen Bedürfnissen. Also Dinge, Motive, warum Menschen irgendetwas tun. Und sehr viele dieser Kataloge kommen manchmal mit etwas unterschiedlicher Gliederung zu insgesamt 16 solcher Bedürfnisse, warum Menschen von etwas motiviert sind, warum Menschen von etwas fasziniert sind und warum sind sie bereit, etwas zu tun. Was wäre, wenn du es so machst wie ich? Und du machst dir einfach eine Checkliste von 16 kleinen Fragen, die alle 16 menschlichen Hauptbedürfnisse abdecken, wenn du so willst, und dich einladen, dir zu überlegen, zu welchem dieser Hauptbedürfnisse dein Produkt oder deine Dienstleistung für deinen Kunden eine nützliche Lösung bietet. Weil manche Menschen wollen gerne Geld sparen, andere wollen gerne zusätzliches Geld verdienen. Vielen anderen ist aber Sicherheit viel wichtiger oder die Möglichkeit, persönliche Freiräume zu gewinnen. Und ich habe neulich noch mit einem guten Unternehmer, Kollegen und Freund gesprochen, Boris Thomas von Latoflex, der hat mir so eine WhatsApp geschrieben und gesagt, Alex, ich habe gerade alle meine Marketing-Mitarbeiter zu einem Copywriting-Kurs angemeldet, weil in Deutschland ist die Grundfähigkeit von Marketing-Leuten, motivationspsychologisch sauber so formulieren zu können, dass der Zuhörer in seinen Emotionen positiv angesprochen wird, grottenschlecht. Und ich konnte ihm nur zustimmen. Wir sind da ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich sagte, du Boris, wann immer ich eine E-Mail schreibe, wann immer ich für ein neues Produkt irgendeine Checkliste mache, wie ich von verschiedenen Perspektiven, wie ein Steve Jobs dieses Produkt und diese Dienstleistung beleuchten kann, dann gehe ich hin und schaue mir meine Checkliste an. Und ich lasse dich heute über meine Schultern schauen. Und wenn du Lust hast, mit dieser Checkliste zu arbeiten, dann bist du anschließend eingeladen, sie dir nochmal zusammengefasst unter diesem YouTube-Video bei mir anzufordern, wenn ich dir damit eine kleine Freude machen kann. In diesem Sinn, lass uns losschießen. Frage Nummer 1. Oh nein! Da kannst du sehen, wie spontan ich bin, bereite mir immer einige Ideen vor, um richtig zu verstehen und auch zu kapieren, dass die meisten Menschen von diesem Überzeugungsvermögen, wie Menschen wirklich funktionieren, keine Ahnung haben, habe ich dir gerade mal hier zu Corona-Zeiten heute aktuell vom Fokus Online folgenden Schnipsel rausgesucht und mitgebracht. Da heißt es, unglaubliches Video, trotz Corona-Video, Hertha-Star Kalou filmt, wie er Mitspielern die Hand gibt. Salomon Kalou, Stürmer von Hertha BSC, stellt bei Facebook ein brisantes Video ins Netz. Trotz Coronavirus gibt er mehreren Mitspielern, darunter Vedat Ibisevic, in der Kabine wie selbstverständlich die Hand. Abstandsregel, Fehlanzeige. Empört sich da jemand? Oder ebenfalls von heute, eben für dich reingenommen, um es spannender zu machen, alles zum Coronavirus, Möbelhaus in Köln, kein Mindestabstand, keine Masken. Foto von IKEA-Kunden sorgt bei Twitter-Nutzern für Entsetzen. Diesen Krempel liest du in diesen Corona-Tagen alle Zeit, wo Menschen ohne Maske rumlaufen, wo Politiker ohne Maske rumlaufen, da kommen irgendwelche Lehrer. Sagen, ja, ich habe jetzt wieder an und Nordrhein-Westfalen Unterricht mit 10 Klässlern aufgenommen. Diese Teenager, 17, 18 Jahre alt, da sollte man da mal gesunden Menschenverstand voraussetzen. Und als erstes kommen da diese renitenten Schüler hin, die sich 5 Wochen nicht gesehen haben und nehmen ihre Kumpels in den Arm und machen, klatschen die auch noch ab. Wie unvernünftig sind diese Menschen? Wenn du meine Botschaft an dieser Stelle haben willst, all die, die hier als Journalisten schreiben, entsetzen, unglaubliches Video von Hertha Star Kalou oder Entsetzen auf Twitter oder Lehrer, die empört sind, wenn Teenager nach 5 Wochen, nachdem sie ihre Freundinnen und Kollegen in der Klasse nicht gesehen haben, die abklatschen,
Den kann ich nur eins sagen. Liebe Freunde, ihr habt nicht ansatzweise verstanden, wie Menschen funktionieren. Menschen sind in erster Linie emotionale Wesen. Wir haben in unserem limbischen System seit 100.000 Jahren Programme. Und wenn du, meine Mama ist 94 Jahre alt, wenn du deine Mama 4 Wochen der Corona-Zeit nicht besucht hast und du willst zu hin, ja, dann kannst du vorher klugscheißern und sagen, ja, ach nein, und im Interesse meiner Mama und ich sehe sie nicht in den Armen. Aber genetisch, dein großes Herz sagt an der Stelle, hey, ich knuddel in meinem Fall meine Mama schon seit über 50 Jahren, wenn wir uns sehen, warum soll ich damit aufhören? Und ich sage nicht, dass wenn du mega klug bist und mega analytisch und das mega cool wäre, wenn du von deiner 94-jährigen Mama ein bisschen Abstand hältst. Aber wenn du glaubst, was unsere Lehrer glauben, was unsere Journalisten glauben, was irgendwelche Marketingleute glauben, was vor allen Dingen Ökonomen glauben, dass Menschen sich in allererster Linie rational entscheiden, dann guck dich jetzt zur Corona-Zeit um und du wirst sehen, das genau Gegenteil ist der Fall. Die emotionalen Programme sind die, die tief in uns stecken. Und wenn du Produkte und Dienstleistungen verkaufen willst, dann ist es sehr hilfreich, dass du weißt, welche 16 emotionalen Motive deine Kunden bewegen und diese Motive in den Mittelpunkt des Handelns rückst und nicht so tust und nicht diesen Denkfehler machst, den wir gerade hier gesehen haben, als würde es in erster Linie um Rationalität gehen. Das, mein lieber Storytelling-Freund, ist reiner Bullshit. So, schauen wir uns also meine Checkliste mit den 16 Fragen an. Das Erste, was ich tue, auch natürlich, weil ich in der B2B-Zielgruppe unterwegs bin, wo Unternehmer typischerweise dann in mich und mein Coaching investieren, wenn sie ein Return on Investment haben. Meine erste Frage ist, was sind 5 Wege, wie meine Kunden mit meinem Produkt mehr Geld verdienen? Und ich würde auch an deiner Stelle, ob du sagst 5 Wege oder 3 Wege oder 1 Weg, ein legitimes Motiv, warum Menschen in irgendetwas investieren, ist, dass sie nachher mehr davon haben. Und gerade im B2B-Bereich solltest du deinen Kunden gut begründen können, warum sie mit dir auch finanziell erfolgreicher werden. Meine zweite Frage ist, wo kann mein Kunde mit meinem Produkt, und jetzt wird es ganz wichtig, in der nächsten Woche oder spätestens im nächsten Monat bereits massiv Geld einsparen? Also, das eine ist hin zu mehr Geld, das andere ist weg von bisheriges Geld ausgeben und überleg dir auch da deine Beispiele. Dann habe ich als nächstes, wie viel Zeit kann mein Kunde mit meinem Produkt einsparen und wie kann er diese Zeit alternativ viel besser einsetzen? Auch dazu ein paar kleine Tipps. Fast alle Flyer, Produktflyer, Prospekte, die ich sehe, beschreiben zu 80% nur, hey, wo kannst du Geld sparen? Wo kannst du damit mehr Geld verdienen? Oder vielleicht auch so ein bisschen, wie kannst du Zeit einsparen? 13 Motive, die jetzt noch kommen, fehlen also in all diesen Beschreibungen. Deswegen ist das für mich nur der Einstieg. Und ein Punkt, den ich hier noch mit auf den Weg geben will, ist darüber nachzudenken und auch dem Kunden Vorschläge zu machen, wie kann er seine Zeit alternativ viel besser einsetzen? Wenn du sagst, hey, hier ist der neue Brill-Rasenmäher, angenommen, du hast ein Gartencenter, und sagst, hier ist der neue Brill-Rasenmäher mit 100 cm Schnittbreite im Vergleich zu der Standardschnittbreite von 70 cm. Das bedeutet, dass du fast 50% mehr Schnittfläche hast. Und das wiederum bedeutet, dass bei einer Rasenfläche von 1500 Quadratmetern du nicht 1,5 Stunden bei der Arbeit bist, sondern in maximal 1 Stunde fertig bist. Ja, das finden die Leute vielleicht schon ganz schön cool. Aber wenn du jetzt glaubst, und das ist noch kein Reality Distortion Field, das ein Steve Jobs aufbauen würde, wenn du jetzt glaubst, naja, die Leute werden Samstagnachmittag schon wissen, was sie mit ihrer halben Stunde extra machen, dann ist meine Empfehlung, achte darauf, dass deine Kunden sich nicht so intensiv mit deinem Produkt beschäftigen und die auch etwas anderes haben, worüber sie gerade nachdenken. Und das Gute daran ist, wenn du ihnen Alternativvorschläge machst und sagst, schau mal, wenn deine Frau und du Samstagnachmittags zusammen in den Garten geht, euch die Gartenarbeit aufteilt und du typischerweise 1,5 Stunden brauchst, um den Rasen zu mähen und du schaffst das Ganze mit einem besseren leistungsfähigen Werkzeug jetzt in 1 Stunde und du kannst ihr eine 1/2 Stunde zur Hand gehen und ihr könnt zusammen das Unkraut jäten, gemeinsam die Bäume schneiden und dabei euch vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten, wie viel mehr Lebensfreude und Lebensqualität gibt euch dann die gemeinsame Gartenarbeit. Da werden dann echte Gartenfreunde möglicherweise sagen, oh wow, hier wird das Bedürfnis Kommunikation, was ich alternativ tun könnte, angesprochen. Oder du sagst, hey, wie oft hast du schon ein bisschen gehuddelt und weil du nur 1 Stunde im Garten arbeiten wolltest, um anschließend die Fußball-Bundesliga zu schauen, hast nachher Ärger mit dem Rest deiner Familie gehabt, die sich sehr viel mehr im Garten engagiert haben, sondern du hast noch nicht mal den Rasen fertig gemäht. Du könntest alternativ mehr Zeit haben, einkaufen zu gehen. Dir fehlt oft mal 1/2 Stunde am Wochenende Sport zu machen. Und wenn du jetzt statt 1,5 Stunden hier Rasenmähen mit dem Elektromäher auf einmal das Ganze in weniger als 1 Stunde erledigst, wie wär's, wenn du derzeit ein Stretching-Programm machst? Oder du fragst dich ständig, warum du so wenig Zeit für Weiterbildung hast.
Stell dir mal vor, du hast die und die Rasenflächen und du kannst zwei oder dreimal in der Woche beim Rasenmähen eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Zeit einsparen und dann jede Woche ein Buch fertig lesen. Und überleg mal aufs Jahr hochgerechnet bei 26 Büchern, wie viel dir das bringt. Dann merkst du, und das sind für mich nur erste Beispiele, wie wichtig und mächtig es ist, wenn du hingehst und Alternativszenarien machst, was Menschen gerne mit ihrer Zeit tun können. Das ist nur Frage 3. So, und jetzt kommen wir zu den Fragen, über die viele Menschen gar nicht nachdenken. Punkt 4. Wie kann mein Kunde dank meines Produkts Aufwand einsparen? Das heißt, welche Dinge braucht er jetzt überhaupt nicht mehr zu tun? Wenn das Auto nachher mit einem Wartungsprogramm nicht mehr zur Inspektion gefahren muss, wenn das Auto nicht mehr winterfest gefahren werden muss, wenn Software-Updates nicht mühsam aufgespielt werden müssen, sondern automatisch vom Hersteller aufgespielt wurden und so weiter und so fort. Mach dir also sorgsam Gedanken, was Menschen, wir alle lieben Bequemlichkeit, wir alle lieben ein Fließgleichgewicht mit möglichst wenig Energieeinsatz, diese Homöostase, mit anderen Worten, alle Sachen, die wir nicht zu tun brauchen, alle Sachen, die lästig sind, wo wir Energie rausgeben, wo wir vielleicht Frust haben, die du deinem Kunden mit deinen Produkten einsparst, die solltest du ihm fein säuberlich vorstellen, weil bei vielen Menschen klickt's an der Stelle. Ich war übrigens mal dabei, als ein Bankberater ein riesengroßes Depot im achtstelligen Bereich von einer Bank zu seiner Privatbank rübergeholt hat. Und das Argument des Kunden, wir hatten ja gedacht, ja, die haben eine bessere Anlagestrategie, die haben dies und das und jenes. Und das war damals schon viele Jahre her, so in 19 Jahren, als auch so viele Softwareprogramme wie heute noch gar nicht da waren. Und dieser Bankberater hat in einem Seminar seinen großen Erfolg vorgestellt. Der hat gesagt, dass er zum Kunden gesagt hat, sagt der Kunde, weiß gar nicht, was wir wissen, der einzigartige Vorteil bei unserem Depotmanagement, das war damals einer der ersten, die es angeboten haben bei dieser Privatbank, ist, dass sie bei uns mit diesem und jenem Computerprogramm eine komplette Auflistung aller Käufe, aller Verkäufe mit genauen Daten, mit genauen Gewinn- und Verlustrechnungen haben und so weiter und sie das Ganze am Jahresende nur kommentarlos ihrem Steuerberater schicken und der das in ihre Steuererklärung einfügen kann. Und das Interessante war, diese Story habe ich von jemand gehört, der in dieser Kollegenbank arbeitete, in der Konkurrenzbank arbeitete, dem sozusagen das Depot abhanden gekommen ist. Der hat dann den Kunden angerufen und hat gesagt, wieso hast du zur Konkurrenz gewechselt? Und dann hat der gesagt, ja, weil die mir so ein Depot auszuschicken, weil die mir diesen Aufwand ersparen. Und dann hat der Kollege gesagt, ja, aber hätten Sie uns mal gefragt, das können wir für Sie doch auch machen. Ja, der eine konnte es auch machen, der andere hat dem Kunden erklärt, dass er es so auch machen kann. So, Frage 5. Welche physischen Schmerzen hat er dank meines Produkts nicht mehr? Zugegeben, bei meinen Produkten ist das eine Frage, auf die ich sehr selten eingehe, weil ich nicht im medizinischen und im Heilproduktbereich bin. Aber ich natürlich eine komplette Checkliste mache für dich und meine anderen Kunden. Wenn du Heilpraktiker bist, wenn du Arzt bist, was Menschen mit am meisten mürbe und fertig macht, sind natürlich Schmerzen, insbesondere chronische Schmerzen. Also wenn du irgendetwas hast, was de facto schmerzlindernd ist, dann solltest du das deinen Kunden ausführlich beschreiben. Und du solltest nicht nur sagen, deine Hüftschmerzen gehen weg, sondern du sagst, hey, und du setzt dich beim Hinsetzen, hast du nicht das Gefühl, du wärst 30 Jahre älter, als du bist. Und wenn du deinen 4-jährigen Enkel auf den Arm nimmst mit seinen 25 Kilo, dann ist das auf einmal wieder ein Federgewicht und du kommst so nicht dir vor, so nach dem Motto, du kannst doch nicht mal mehr mit deinen Enkeln auf dem Spielplatz spielen, weil du hast deine volle Bewegungsfreiheit wieder. Also mit anderen Worten, mach auch da die Filme und das Ergebnis, wo das Ganze hingeht. Punkt 6. Welche mentalen Schmerzen hat er nicht mehr? In aller Regel haben wir viel mehr mentale Schmerzen als körperliche Schmerzen. Wir sind frustriert, wir sind sauer, wir sind verärgert, wir sind ungeduldig, wir haben auf irgendetwas keinen Bock mehr, weil wir zu detailorientiert uns fokussieren müssen und so weiter und so fort. Wenn also dein Produkt Menschen hilft, irgendwelche emotionalen Lasten und mentale Lasten zu mindern, dann solltest du unbedingt hingehen und ich mache dir das gleich auch mal vor, bezogen auf eines unserer Produkte und solltest das Ganze ansprechen. Punkt 7. Menschen lieben Komfort, Menschen lieben Luxus. Überleg mal, ob du nicht vielleicht 3 Wege finden kannst, wie dein Produkt das Leben deines Kunden deutlich komfortabler macht. Nächster Punkt. Achtens. Trägt mein Produkt dazu bei, dass das Leben meiner Kunden sauber und ordentlicher wird? Auch das ist ein Punkt, der bei meinen Produkten selten eine Rolle spielt. Aber in der Maslow'schen Bedürfnispyramide wirst du sehen, dass für Menschen diese Sauberkeit, diese Ordnung, diese Ästhetik ein durchaus wichtiges Grundmotiv ist. Und wenn du in irgendeiner Form Produkte hast, die zu diesem ästhetischeren Gesamteindruck, die zu mehr Sauberkeit, mehr Hygiene beitragen, dann solltest du es deine Kunden unbedingt wissen lassen. Frage Nummer 9, die ich mir stelle. Wie hilft mein Produkt meinem Kunden, sich gesünder und lebendiger zu fühlen? Hey, wir alle wollten uns mega vital fühlen
Und wenn dein Produkt das schafft, warum auch immer, weil es ein Parfüm ist, das Menschen mehr Lebensfreude, mehr Lebensgefühl gibt, weil es besonders coole, schicke Klamotten sind, in denen wir mehr Selbstvertrauen haben und sicherer und attraktiver finden, dann und deswegen auch auf Dauer vom Mindset her gesünder und lebendiger sind, dann lass deine Kunden das bitte wissen. Frage Nummer 10. Drei Wege, wie dein Produkt den Kunden unterstützt, von seinen Freunden beneidet und von seiner Familie noch mehr geschätzt zu werden. Es gibt Psychologen, die sagen, dass sozialer Status ist hinter allen Bedürfnissen. Wenn du alle 16 im Einzelnen nicht anschauen willst, dann frag dich, bei jeder Entscheidung, die dein Kunde trifft, führt das zu einer Statuserhöhung oder führt das zu einer Statuserniedrigung? Weil, nimm an, jemand kauft, du bist Gebrauchtwagenhändler und jemand kauft bei dir einem grauen Markthändler, also keinem zertifizierten Audi oder Mercedes-Händler, sondern einem freien Händler, kauft bei dir ein Auto. Und er kriegt dieses Auto vielleicht 3.000 Euro billiger und deswegen argumentierst du, was der Kunde bei dir spart. Aber der Kunde hat die große Sorge, was ist, wenn ich eine Zitrone hier erwische? Was ist, wenn ich ein Montagsauto erwische? Was ist, wenn ich ein Auto erwische, was nicht die sonstige Qualität hat? Der eine Grund ist, dass ihn das natürlich verunsichert und er Frust und Ärger und unkomfortable Situationen vermeiden will. Aber, und das zeigen viele Untersuchungen, was viele Menschen noch viel mehr irritiert, ist, dass sie sich sagen, wenn nachher rauskommt, dass ich bei einem so dubiosen Händler hier meinen Porsche gekauft habe, dann werden meine Freunde mich auslachen und sagen, was bist du für ein Trottel? Und nur um 5.000 Euro zu sparen, hast du das bei irgendeinem Händler gekauft und die Quelle ist dubios und das Auto war gestohlen oder aus mehreren Unfallwagen zusammengeschraubt oder sonst irgendetwas anderes. Also oft ist es gar nicht so der Punkt, dass Menschen nur Qualitätsbedenken haben, sondern sagen, wenn diese Entscheidung nicht aufgeht, was werden andere anschließend über mich denken? Und je mehr Motive du hast, wo Menschen vom sozialen Status sehen, dass sie deutlich dazu gewinnen, wenn sie dein Produkt nutzen, das ist also etwas, was alle Markenartikler zum Beispiel genauso einsetzen, umso besser funktioniert das Ganze. So, wie hilft mein Produkt meinem Kunden populärer zu werden und mehr soziale Anerkennung und sozialen Status zu gewinnen? Hier hast du es nochmal ganz genau auf den Punkt gebracht. Vielleicht kannst du dich an deine Schulzeit zurückerinnern. Es gab ja immer so ein, zwei, drei besonders coole Kids, besonders coole Jungs, besonders coole Mädels, die wohnten im richtigen Stall der Stadt, die richtigen Klamotten hatten und die hatten zwei, drei mega coole Freunde und wir alle haben gesagt, boah, wenn das mein Freund wird, wenn das meine Freundin wird, dann fällt ein bisschen von dessen Coolheit oder deren Coolheit auch, färbt dann auch auf mich ab und ich bin dann auch ein etwas coolerer Typ. Überleg dir, was deine Produkte dazu beitragen können, Menschen dieses Gefühl zu vermitteln. 12. Frage, wie hilft mein Kunde meinem Kunden, sich einer Wertegemeinschaft zugehörig zu fühlen? Oder noch präziser, wie hilft ihm mein Produkt, sich einer Elitegemeinschaft zugehörig zu fühlen? Schau, Sozialforscher sagen uns, Menschen wollen sich anderen zugehörig fühlen. Wir wollen zu einer Gemeinschaft gehören, wir wollen zu einer Familie gehören, wir wollen zu einer Stadt gehören, wir wollen zu einem Staat gehören, wir wollen Bürger von Deutschland oder von Italien oder von welchem Land auch immer sein. Und ja, und wenn wir eine Community haben von Menschen, die sich jetzt ein bisschen für Sport interessieren wie wir und wir sind dort bei einem Lauftreff oder wir sind im örtlichen Fechtclub oder was auch immer, dann erhöht es unser Selbstwertgefühl, anderen davon zu erzählen, wir sind dort emotional zu Hause. Ganz wichtiges Motiv, wenn deine Produkte das können. So, Vorteil Nummer 13. Wie hilft dein Produkt deinem Kunden, andere Menschen im Kreis ihrer Familie oder Freunde zu unterstützen und sich für nur und soziale Zwecke zu engagieren. Auch das ist eine ganz wichtige Frage. Die meisten von uns würden gerne großzügig sein. Wir haben nicht immer den wirtschaftlichen Erfolg, um so großzügig zu sein, wie wir es gerne wären. Aber wie viele Menschen träumen davon, dass sie vielleicht die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren oder ihrem Vater oder ihrer Mutter, die ein ganzes Leben hart für sie gearbeitet haben, wenn die Rentner sind und mal nicht mehr so viel Geld haben, einfach mal einen Golf vor die Tür stellen und sagen, Papa, Mama, das ist mein Geschenk für euch. Die nächsten 10 Jahre, wo ihr zu Aldi fahrt, müsst ihr das Zeug nicht schleppen. Ich habe euch hier mal einen kleinen Wagen vor die Tür gestellt. Wenn deine Produkte also zu dieser Art von Großzügigkeit Menschen einladen, dann sagt deinem Kunden das. 14. Inwieweit gibt dein Produkt deinem Kunden mehr Sicherheit? Das Sicherheit eines unserer Urbedürfnisse, glaube ich, brauche ich nicht weiter auszuführen. Wie gibt ihm und wo gibt ihm dein Produkt mehr Wissen, mehr Verstehen und mehr Kompetenz? Überleg mal, wie viele Nerds wir haben, wie viele wissenshungrige Menschen wir haben, wie viele Menschen, die ein Sachbuch, wenn du je glaubst, dass Menschen sich nicht für Sachbücher interessieren, geh mal in eine Bibliothek und guck dir diese ganzen Selbsthilfebücher an, zum Thema Psychologie, zum Thema Kochen, zum Thema Handwerkern, zum Thema Heimwerken. Menschen, und das ist das Paradoxe, manchmal reicht vielen Menschen, dass sie nur das Wissen haben und dann wenden sie aber dieses ganze Wissen über all die kluge Sachen, die sie sich angelesen haben, gar nicht richtig an und setzen es gar nicht um.
Also wenn du Menschen Verständnis gibst, und überleg mal, wie cool das ist, wenn aus Verstehen Kompetenz wird, wenn jemand verstanden hat, wie er diesen eleganten Hüftschwung oder diese eleganten Kurzschwünge beim Skifahren machen kann, wenn jemand verstanden hat, wie er bei seiner Aquarellmalerei, was er gerade lernt, auf einmal Licht und Schatten richtig sieht und richtig seine Bilder hineinbringt, dann ist einfach der lustvolle Vollzug unserer neuen eigenen Kompetenz etwas, was uns ein ganz cooles Lebensgefühl gibt. Und 16. Punkt, das ist meine letzte Frage, die ich mir immer stelle. Wo eröffnet mein Produkt meinem Kunden neue Freiräume und mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung? So, und wenn du das machst, kannst du diese 16 Fragen nimmst und gehst dein Produkt, deine Dienstleistung durch, wette ich, du findest schnell 10. Und wenn du 20 findest, umso besser. Und wenn du 30 findest, umso noch besser. Und du weißt wahrscheinlich, ich habe verschiedene Unternehmer-Coachings. Das Ganze beginnt mit dem Blockbuster-Story-Skript, wo Menschen erstmal lernen, eine starke Markengeschichte aufzubauen, eine starke Positionierungsgeschichte aufzubauen. Und wer dann Lust hat, weiterzumachen, der ist für mich in so einem preiswerten Kleingruppen-Coaching-Programm über ein ganzes Jahr, wo er alle Marketing-Module kennenlernt. So, wenn ich jetzt dafür einen Flyer, einen Prospekt schreiben sollte und schreiben würde und schau dir vielleicht meine Checkliste dazu an, dann würde ich mir als erstes fragen, gut, wenn ein Kunde mich fragt, Mensch, wenn ich jetzt ein Jahr zu dir zum Unternehmer-Mentoring komme, Alexander, wo verdiene ich denn da mehr Geld? Und dann sage ich, pass mal auf, wir nehmen erstmal im ersten 3-Tage-Seminar filmen wir dich und deine Unternehmergeschichte. Und wenn die auf deiner Homepage ist, dann geht bei vielen unserer Kunden schon die Conversion Rate deswegen um 20% oder 30% hoch und es spielt dir 20% oder 30% mehr Interessenten rein. Bei gleicher Conversion Rate im Abschluss bringt dir das schon mal 20-30% mehr Wachstum. Deine Landingpage hat mehr Conversion Rate, weil du dich als Unternehmer auf deiner Webseite vorverkaufst. Die Menschen, die vom Bauchgefühl sagen, der Typ ist cool, die haben nachher auch, wenn sie zu dir zum Erstgespräch kommen und du erreichst mit ihnen eine höhere Abschlussquote. Du hast eine größere Kaufquote deswegen, weil wir dir zeigen, wo sind eigentlich die großen Lagerfeuer. Wenn du bislang an kleinen Lagerfeuern in deiner Branche gesprochen hast und du findest jetzt die großen Multiplikatoren, dann erreichst du auf einmal 5-mal oder 10-mal oder 50-mal mehr Menschen. Ich habe letzten Donnerstag bei meinem Webinare, die verkaufen 2.469 angemeldete Teilnehmer gehabt, nur aufgrund unserer eigenen Liste. Das sind so die großen Lagerfeuer, die du dir selbst aufbauen kannst. Und ein ganz cooler Punkt, den wir in unseren Mentorings erreichen, ist, dass mal ganz unsere Kunden haben deswegen sehr viel mehr Umsatz und mehr Gewinn, weil sie einfach etwas tun, statt nichts zu tun. Jetzt sagst du, Alex, wer ist denn so bescheuert? Dann sage ich zu dir, wie sieht es denn mit deiner systematischen Stammkundenbetreuung aus? Du weißt natürlich, dass es viel leichter ist, einem Stammkunden ein zweites Mal was zu verkaufen, als Neukunden zu gewinnen. Man geht oft davon aus, das Verhältnis ist 1:7. Nur ich habe eine Menge Kunden in unseren Unternehmercoachings, die in den letzten 6 Monaten sich nie um ihre Stammkunden gekümmert haben. Und wenn die jetzt bei diesem Marketing-Unternehmer-Lauftreff auf einmal lernen, hey cool, ich könnte mich ja um meine Stammkunden mehr kümmern, dann verdienen sie allein dadurch deutlich mehr Geld. Und der letzte Punkt ist, du kennst garantiert auch Pareto. Pareto sagt, in jeder Menge gibt es wenig erfolgsausschlaggebende Elemente und ganz viele, die nicht so viel zum Erfolg beitragen. Und wenn wir eine Marketing-Pareto-Analyse machen, dann weißt du nachher, was die 20% deiner Marketing-Aktivitäten sind, wo es richtig rappelt und du richtig einen guten Gewinn machst und was vielleicht die 70% oder 80% sind, die du auch sein lassen könntest oder zumindest deutlich zurückfährst. Das sind einfach mal 6 Gründe, wie du mit unseren Unternehmer-Mentorings deutlich mehr Geld verdienst. Schauen wir uns das Element Geld sparen an. Das habe ich schon gesagt, wenn du 2-3 Messen im Jahr machst und du hast anschließend nur einen Schuhkarton voller Visitenkarten, die keiner deiner Außendienstler nachbearbeitet, aber diese Messen haben 100.000 Euro gekostet und haben dir keinen einzigen neuen Kunden gebracht. Und das ist nicht ein Beispiel, davon habe ich eine ganze Reihe. Da sagst du vielleicht am Ende dieser Erstauswertung, du meine Güte, diese 100.000 Euro kann ich mir einsparen. Und je nachdem, wie groß dein Marketingbudget ist, zeigen schon die ersten 4 Wochen in diesem Coaching, dass du Zehntausende oder Hunderttausende einsparen kannst. Ein Hauptpunkt ist, für die meisten deutschen Unternehmer ist Marketing nichts, was sie super gern tun. Und deswegen, wenn du für jede Marketingaufgabe bei uns eine Checkliste bekommst und etwa in 2 Stunden erledigst, was du sonst in 5 oder 6 oder 8 Stunden machst, weil du einfach eine Facebook-Anzeige in 5 Minuten schreibst, statt 1 Stunde an einem Bleistift rumzukauen, dann ist das eine massive Zeitersparnis. Dinge, die du nicht mehr zu tun brauchst oder viel weniger zu tun brauchst als früher, sind nervige Gespräche mit deinen Agenturen, die nachher ziemlich viel Geld dafür haben wollen, dass sie dir irgendwas Schönes im Design gemacht haben, was im Ergebnis aber nicht funktioniert, weil dann nach wie vor deine alten, schäbigen Texte draufstehen mit hochwertigen Produkten, Service-Extra-Meile für einen Kunden und langjährige Erfahrung, die dir ohnehin niemand glaubt, statt einer Story, die deinen Nutzen richtig demonstriert. 5. Welche mentale Pein hast du nicht mehr, wenn du bei unseren Mentorings dabei bist? Du hörst auf, im Marketingbereich in Kampagnen zu denken. Du hörst auf, immer diese Zukunftsangst zu haben, oh, ich habe diese Woche und diesen Monat noch ein paar Interessenten, aber was mache ich im Sommerloch? Einfach weil du eine Maschine aufbaust in wenigen Monaten, die für den Rest deines Lebens dir einen sicheren Strom an Interessenten reinbringt
und deswegen hast du diese mentale Zukunftsangst nicht mehr. So, Wege zu mehr Komfort, wenn du eine Checkliste für alles hast, kannst du dich entspannt zurücklehnen. Du hast eine Checkliste für deine Facebook-Anzeige, du hast eine Checkliste für deine Google-Anzeige, du hast eine Checkliste für deine Landingpage, du hast eine Checkliste für deine Begrüßungs-E-Mails. Du machst einfach Marketing mal nach Buchstaben und arbeitest das Ganze Schritt für Schritt ab. Und wenn du fragst, hey Alex, hier ist jetzt eine komische Frage, wie werde ich denn mit deinem Unternehmer-Mentoring gesünder und lebendiger? Dann sage ich dir, sogar das wirst du, und zwar in erheblichem Umfang, was wir immer wieder bei unseren Teilnehmern sehen, weil du kennst das Sprichwort, nichts macht erfolgreicher als Erfolg. Und nichts engt auf Dauer unser Immunsystem mehr ein und macht uns mehr krank, als dass wir wahnsinnig viel Gas geben und wenig Erfolg haben. Und wenn du im Marketing in der Vergangenheit eher etwas gelust hast und auf einmal hier eine komplette Trendwende schaffst und ein Konzept und eine Kampagne nach der anderen klappt und lässt sich gut umsetzen, dann wird das zu deiner Vitalität und deiner Lebensfreude ganz erheblich beitragen. So, von Freunden bewundern, in der Familie Wertschätzung. Weißt du, wie das ist, wenn alle sagen, ja, unser Papa arbeitet sehr hart, aber ökonomisch ist er so ein bisschen Loser? Oder ja, Mama hat sich jetzt mit ihrer Agentur und ihrer Aquarellmalerei selbstständig gemacht, aber ist nur so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Und wie cool es alle Kinder und Enkel finden, wenn auf einmal die Mama mit ihrer Aquarellausstellung und ihrem Kunststudio 2.000, 3.000, 4.000 Euro jeden Monat regelmäßig verdient. Oder wenn es auf einmal die finanziellen Sorgen der Vergangenheit angehören, weil Papa kapiert hat, wie es im Marketing geht und er einfach als, als Tierarzt oder als allgemeiner Hausarzt auf einmal das Doppelte oder Dreifache an Return on Investment und Praxiseinkommen erzielt als andere Ärzte, die sich nur tot arbeiten. Und welches soziale Ansehen hat jemand, der ein besonders erfolgreicher Arzt ist, im Tennisclub, in seinem Seglerclub? Wie viel gibt man auf seine politische Ansicht? Wie viel gibt man auf seine Tipps, wo man Winterurlaub oder Sommerurlaub machen sollte, wenn man im Club unter Clubkameraden weiß, dass er auch unternehmerisch sehr erfolgreich ist? So, Zugehörigkeit, Storytelling, sage ich an jeder Stelle, funktioniert nur für ehrbare Kaufleute, weil nur die können eine authentische Geschichte von den Nutzenvorteilen ihres Produkts erzählen. Alle anderen müssen lügen. Davon rate ich dir dramatisch ab. Und in unserer Community von mehreren hundert Unternehmern, die alle Top-Produkte haben, die alle in ihrem Bereich Super-Experten sind und die jetzt alle lernen, wie sie mit konkreten Filmen, mit coolen Nutzenfilmen ihren neuen Interessenten emotional kommunizieren, was ihre Stammkunden schon seit Jahren erlebt haben, da bist du in einer Mega-Community von Menschen, die sich entsprechend wohlfühlen. Und jetzt komme ich zu einem meiner Punkte. Wir alle, die allermeisten von uns jedenfalls, möchten gern großzügig sein, aber vielen von uns fehlt es an den finanziellen Möglichkeiten. Ob du Geld investieren willst in die Ausbildung deiner Kinder, dass sie im Ausland studieren können, ob du eine teure Heilbehandlung für deine Eltern machen willst, ob du ihnen Golf schenken willst, wenn sie nicht mehr so gehtüchtig sind, dass sie zum Aldi fahren können, statt hinzulaufen, oder ob du dafür sorgst, dass wenn sie einmal in Altenheim müssen, du eine Serviceeinrichtung findest, wo du stolz drauf bist, dass du deinen Eltern ein bisschen zurückgeben kannst von dem, was sie dir die ganze Zeit gegeben haben. Ich kann dir nur eins sagen, ich bin im letzten Jahr Botschafter für Kinderlachen geworden. Wir sammeln in unseren 3-Tage-Seminaren Storytelling im Business, laden wir ein, ich gebe ein Compendium raus, was ansonsten nur meine Einzelcoaching-Kunden von mir bekommen, was du gar nicht kaufen kannst, und sagen, hey, wenn du 300 Euro an Kinderlachen spendest, dann ist das mein Sponsoring für dich. Und anschließend matche ich das Ganze, was die Teilnehmer gespendet haben, noch einmal und hebel es um 50%. Und wir haben im letzten Jahr über 120.000 Euro an Kinderlachen spenden können. Das war einfach eine Sache, wo ich mir ein Loch im Bauch gefreut habe. Und alle solche Sachen kannst du machen, wenn du die entsprechende finanzielle Freiräume schaffst. Mehr Sicherheit brauche ich dir nicht zu sagen. Wenn du selbstständig bist, hast du erstmal deinen Arbeitsplatz sicher. Wenn du Mitarbeiter hast, hast du deren Arbeitsplatz sicher. Und du hast vor allen Dingen Sicherheit durch eine Kundenpipeline, die zu dir hinkommt. Du hast mehr Marketingwissen, du weißt, dass es funktioniert, wie es funktioniert und warum es funktioniert. Und mal ganz ehrlich, du bist Unternehmer geworden, weil du garantiert einen hohen Drang zur Freiheit hast. Und wenn du Storytelling im Marketing umsetzt, dann hast du Freiräume, neue Produkte zu entwickeln. Du hast Freiräume wie jetzt zur Corona-Zeit, machst einfach 3 oder 6 Monate ein Sabbatical, machst den Laden zu, entwickelst mit deinem Team nur neue und geile Produkte. Du hast Freiräume, die besten Mitarbeiter einzustellen. Du hast Freiräume für großzügigen Kundenservice, für deine eigene Gesundheitsvorsorge. Und du hast Freiräume für Hobbys, die dir Spaß machen, ob du Oldtimer sammelst, ob du gerne reisen gehst oder dir gerne ein Segelboot leistest. Das waren jetzt gerade 30 verschiedene Motive und Perspektiven, wo Unternehmer-Mentoring unsere Kunden unterstützt. Alles generiert innerhalb von 10 oder 12 Minuten auf der Basis der 16 Fragen, die ich dir hiermit zur Verfügung stelle. Ich lade dich ein, wenn du ein Reality-Distortion-Feld aufbauen willst, dann frag dich zu deinen Produkten und Dienstleistungen,
Vor welchen unterschiedlichen Perspektiven kann ich sie beleuchten, um all die Motive anzusprechen, die meine Kunden motivieren und meine Interessenten motivieren, zu mir zu kommen, um mein Kunde zu werden? Wenn ich dir jetzt zeigen soll, wir haben inzwischen 77 Branchen, wo Unternehmer mit Storytelling sehr erfolgreich sind. Wenn du zum Abschluss fragst, hey Mensch, Alex, das klingt alles ganz cool, könnte Unternehmermentoring auch etwas für mich sein? Dann hast du garantiert vorher, wie alle unsere Kunden, eine Frage vorneweg, nämlich Alex, funktioniert Storytelling auch für mich und meine Branche? Und die ganz ehrliche Antwort ist, ich kann es dir im Vorhinein nicht garantieren, weil jeder Einzelfall ist anders. Generell kann ich sagen, wenn du überlegene Produkte und Dienstleistungen hast, warum deine Stammkunden begeistert immer wieder zu dir hinkommen, brauchen wir nicht mehr zu tun, als das in einen Film zu packen, in einen Kunden-Nutzen-Film zu packen in Form einer Geschichte und die deinen Interessenten zu erzählen. Aber mein Punkt ist nicht, dass ich halbgar aus der Hüfte schieße und sage, es wird für dich auf jeden Fall funktionieren. Wenn du dich überzeugen möchtest, ob und wie wir dich möglicherweise mit Stories unterstützen können, auch über dieses Coaching hinaus, dann bewirb dich doch bei uns um eine Gratis-Story-Diagnose unter www.storydiagnose.de. Wir haben mit unserem Story-Coach-Team in der Woche Potenzial für 10 bis 15 solcher Slots, wo du einen kurzen Bewerbungsbogen ausfüllst, dass wir uns vorher deine Webseite anschauen können, dass wir vorher deine Marketing-Ziele kennen und dann erläutert dir unser Coach in 20 bis 30 Minuten, was wir glauben, was du mit Storytelling erreichen kannst und anschließend liegt es an dir, zu sagen, du integrierst Storytelling als Werkzeug in deine Marketing-Kommunikation oder auch eben nicht. In diesem Sinn wünsche ich dir viele massive Storytelling-Erfolge. Wenn du die Checklist downloaden willst, kannst du das hier unten tun. Wenn du dich mit einem unserer höchst kompetenten Story-Coaches unterhalten willst, ob Storytelling für dich in deiner Branche funktioniert, dann reservier dir, bewirb dich. Kann dir nicht versprechen, dass du einen Slot bekommst, aber die Chancen sind sehr gut. Bewirb dich um einen Story-Diagnosetermin unter www.storydiagnose.de. In diesem Sinn, bis zum nächsten Dive, Deep Dive, dein Alexander.